Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute ein kleines Q&A, ja, ein kleines Frage-Beantworten-Video. Ich hatte auf Instagram eine kleine Fragerunde gemacht. Ihr hattet die Chance, mich das zu fragen, was ihr wolltet. Und werde ich in Zukunft auch hier und da öfter mal machen. Deswegen, falls ihr in Zukunft eine Frage an mich haben solltet oder so, schaut gerne mal bei mir auf Instagram vorbei und macht da gerne mit bei so einer Fragerunde. Link dazu natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich habe mir die Fragen rausgeschrieben bzw. abfotografiert, werde sie vortragen jetzt hier in dem Video und euch quasi Rede und Antwort stehen. Wir sind hier nebenbei noch auf EU1. Noch unterwegs. Ich weiß noch nicht, wie lange ich hier weitermachen werde auf dem Server. Meine Ambitionen waren ja hier von vornherein eher niedrig angesiedelt, würde ich mal sagen. Und deswegen, mal gucken. Ne? So, wir machen aber trotzdem mal ein paar Dungeons hier nebenbei und gucken mal, wie weit wir kommen. So, wir fangen mal an mit der ersten Frage. Und zwar lautet diese: wie lange dauert es ungefähr ab Level 450 bis 600 mit 320 Alu täglich? Da kannst du schon auf jeden Fall ein paar Jahre mit einplanen, würde ich sagen. Ich hatte von 500 auf 600 hatte ich fast genau 2 Jahre gebraucht, bis ich das erreicht habe. Deswegen würde ich mal sagen, von 450 bis 600, ja, kannst du da schon Minimum 2,5 Jahre, wenn nicht sogar noch länger einplanen. Und du schreibst ja auch nur mit 320 Alu täglich, also wahrscheinlich nicht mehr als, also nur 320 Alu, wenn jetzt noch keine großartigen Tries oder sowas mit dazu kommen, nur stumpf die Alu, das Minimum, Mindeste vom Mindesten, würde ich da schon eher Richtung 3, 4, ja zwischen 3 und 4 Jahre schon gehen, auf jeden Fall. Ja. Dann der nächste, Currywurst Pommes gegönnt. Unglaublich, dass die Frage noch kommt. Irgendwann mal hast du mir mal donated und sollte mir davon Currywurst Pommes holen. Habe ich mittlerweile gemacht, aber ich glaube, das habe ich nicht gezeigt. Ja, Dankeschön trotzdem nach wie vor dafür. Dann der nächste, brauche deinen Discord-Server-Link, haha. Ja, so ein Blick in die Kommentare bzw. ein Blick in die Videobeschreibung reicht und du wirst fündig. Ja, für alle Leute, die noch irgendwie sich connecten wollen, untereinander Gildenspieler suchen oder sowas, haben wir da auch einen Channel. Haben sich schon viele untereinander gefunden. So, mal schauen. Irgendwie kommen wir hier nicht so richtig weiter. Schattenwelt. Aber wir können mal ein bisschen Märchentor mal gucken hier. Mal gucken, ob wir da ein bisschen weiterkommen. Machen wir mal. Achso, nee, warte mal, wir haben ja hier noch gar nichts. Aber was ich freigeschaltet habe hier auf dem Server, ist der Wirbelwind. Der Wirbelwind, da können wir mal reingehen. Nächste Frage: Macht dir Shakes and Fidget immer noch Spaß oder gibt es Tage, wo du kaum spielst? Es gibt tatsächlich keinen Tag, wo ich kein Shakes and Fidget spiele. Manchmal macht es mir weniger Spaß, beziehungsweise habe ich weniger Zeit, um meine Abenteuerlust durchzuklicken. Das nervt mich dann ein bisschen, wenn ich keine Zeit habe eigentlich, aber generell so an sich macht es mir nach wie vor immer noch sehr viel Spaß und ist jetzt auch erstmal nicht in Aussicht, dass das weniger wird. Mich nervt es einfach nur, dass ich manchmal keine Zeit habe, um meine Alu zu klickern und dann müsste ich einfach nur so durchgeskippt werden. So. Aber natürlich trotzdem ordentlich, ne? Also das muss natürlich schon sein. Die halbe Stunde, sag ich mal, finde ich pro Tag dann doch immer dafür. Wenn man es wissen möchte, dann findet man da auch eine halbe Stunde am Tag. Ist übrigens mit allem so. Was hatte ich dazu gebracht, Shakes and Fidget anzufangen? Tatsächlich Kumpels. Ich war in der Ausbildung gewesen, Ausbildungszeit vor, keine Ahnung, wann war ich in der Ausbildung? Vor 9 oder 10 Jahren habe ich das begonnen. Und in der Zeit, in den 3 Jahren, kamen auch ein paar Kumpels auf mich zu, die haben eine Gilde gegründet, Hölz Schreis Wille, kennen schon einige Stories und haben gesagt, ey, zock mal hier bei uns mit. Habe ich gemacht und seitdem her hat jeder meiner Kumpels aufgehört, ich bin noch dabei. Ich bin der letzte Überbliebene, ja. Nächste Frage, wie siehst du dich in Zukunft bei SF? Wie ich mich jetzt da sehe, also das gehe ich mal von aus, ist auf meinen Char bezogen. Jetzt nicht auf YouTube-mäßig oder so in SF. Also auf meinen Main,
Da möchte ich auf jeden Fall an meinen letzten Erfolgen anknüpfen, die ich bisher bereits getätigt habe, noch mehr in der internationalen Ehrenhalle aufsteigen und da so ein bisschen voranschreiten, ein bisschen festigen und langsam Progress nach oben machen, ein paar Leute aufholen, was halt so möglich ist, ne? Das sind so die Ziele, die ich auf jeden Fall in Zukunft in Jackson Fidget habe. Ob das so möglich wird, keine Ahnung. Aber ich denke mal, ich bin da auf einem guten Weg, ein bisschen aufzuholen. Ne? Ja, dann die nächste Frage hier vom Stefan. Wann kommt Minecraft? Keine Ahnung. Ewig schon nicht mehr gespielt. Aber eine Runde geht mal immer, ne? Dann die nächste Frage: Hast du irgendwelche Jahresvorsätze? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich finde Jahresvorsätze ehrlich gesagt Schwachsinn, muss ich sagen. Wenn man sich irgendwas vornimmt, irgendwelche Vorsätze oder so, dann sollte man dann jetzt nicht irgendwie auf das Jahr jetzt warten, beziehungsweise viele warten ja auf das Neujahr, denn dass im neuen Jahr irgendwelche Jahresvorsätze sich für das nächste Jahr nehmen. Wenn ich irgendwas möchte, irgendwas erreichen will, dann habe ich dazu 365 Tage Zeit im Jahr, dies zu tun. Und deswegen mache ich mir da keine Jahresvorsätze oder sowas. Das, was ich mache, das mache ich dann auch direkt so. Deswegen so spontan jetzt eigentlich nicht. Nee. Eigentlich nicht. Nein. Dann der nächste Trainingsplan, Fragezeichen. Ich habe tatsächlich keinen Trainingsplan. So, ich gehe so oft es geht zum Sport. Und manchmal funktioniert es besser, manchmal weniger gut. Manchmal habe ich Tage, wo ich wirklich jeden Tag durchpowern kann. Manchmal habe ich Tage, wo ich dann halt auch einfach, ja, keine Ahnung, dann kommt dann irgendwas dazwischen so und dann fehlt es halt auch wieder an der Zeit und manchmal ist es dann halt auch keine Ausrede. Wenn es bei mir wirklich eine Ausrede ist, so dann denke ich, ja. Also Ausreden gibt es bei mir nicht so. Sport wird durchgezogen so, ne? Und manchmal ist halt aber wirklich mit YouTube, was man jeden Tag bedienen muss, dann die Arbeit, Privatleben, plus dann kommt noch irgendwelche Termine oder sowas noch mit dazu, dann vielleicht noch Familie, ne? Und dann wird es manchmal schon wirklich am Tag echt eng mit 24 Stunden. So. Und dann halt auch dementsprechend eng mit Training. Also es gibt Tage, da gehe ich manchmal, oder ne, 2, 3 Tage am Stück nicht, aber ich versuche eigentlich jeden Tag zu gehen. So. Ja. Zukunftsplan, Aussichten für die Klasse bei SF, würdest du was ändern oder nicht? Ja, die Klassen, die jetzt angepasst werden, da könnte definitiv auf jeden Fall was gemacht werden. Da ist ja jetzt der Beta-Server gerade aktuell. Ansonsten bei den alten Klassen würde ich tatsächlich fast gar nichts ändern. Mir ist aufgefallen, dass der Magier im Late Game wirklich eine Coin-Flip-Klasse ist, 50-50. Das ist komplett random, wer da gewinnt. So. Und da macht es auch keinen Unterschied, wenn du 50.000 Base-Stats mehr in Int hast. Wenn du eine krasse Waffe hast, so mit viel Schaden, beziehungsweise Magier bist mit viel Int. Dann ist das trotzdem Coinflip. Wer crittet nicht. Ne? Und ja, das finde ich halt schon manchmal ein bisschen random. Ich wüsste aber auch nicht, wie man das jetzt im. Das entwickelt sich halt wirklich erst im Late, 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 Late Game. Ich sag mal wirklich alles so ab 600 plus nachher. Das ist so das Einzige, was ich irgendwie ein bisschen schade finde, weil konstanter sind die Klassen Krieger und Kundschafter von den Early Game, beziehungsweise halt von den Standardklassen, die draußen sind, ja, aber da kannst du halt nichts machen. Der Magier, der ist halt eben Coinflip so an sich schon, ne? Da muss man von ausgehen, wenn man die Klasse nimmt. Irgendwelche Infos zum neuen Druiden? Ja, sind ja jetzt draußen, also das ist schon 2 Tage her oder so jetzt die Umfrage. Dann, glaubst du, dieses Jahr erreicht jemand Stufe 700? Ja, doch, safe, auf jeden Fall. 700 wird dieses Jahr definitiv geknackt. Ich weiß gar nicht, wo jetzt die ersten sind. Aber ich glaube, die sind schon bei 670, 80 oder so, ne? Oder noch höher, ich weiß es nicht. Aber irgendwo in dem Dreh und alleine durch die Kalender-Level-Ups ist das schon easy. Dann nächste Frage. Dein bisher coolstes, schönstes YouTube-Ereignis, was dir so in Erinnerung ist? Ja, da gibt es natürlich einige, die man da aufzählen könnte. Aber ich würde tatsächlich sagen, die schönsten Erinnerungen, die ich habe, sind die, die ich durch YouTube
oder wie ich durch YouTube ja, Freunde kennengelernt habe, mit denen man sich dann halt auch wirklich im richtigen Leben, im Real Life dann auch connected hat, getroffen hat und ja, dort dann schöne Erinnerungen erlebt hat. Aber das, ja, diese Connections wären halt nie zustande gekommen, wenn man halt dieses YouTube-Ding nicht gemacht hätte. Und ja, da gibt es auf jeden Fall viele, viele schöne Sachen. Und das würde ich einfach so als großes Ganzes denn nehmen. Auf diese Frage, ein einzelnes Ereignis oder das coolste, schönste Ereignis, kann ich jetzt so nicht bestimmend sagen. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool, als zum Beispiel Penny und Paul hier gewesen sind bei mir. Und wir hier ein paar schöne Tage gehabt haben. Das ist mir auch stark in Erinnerung geblieben. Aber auch ja, letztes Mal, als wir in Kassel waren, aber auch die Köln-Trips, wo wir auf der Gamescom waren mit Paul und Penny und so. Das denke ich mal, das sind ja alles so Real-Life-Sachen, das sticht auf jeden Fall raus. Und ja, das würde ich alles so unter eine Antwort geben. So. Ja, dann die letzte Frage hier zu der ja, Fragerunde. Die kam nochmal kurz vor knapp, weil ich einen Post gemacht habe auf Instagram, der so einen kleinen Leak gebracht hatte auf ein eventuell kommendes neues großes Projekt, was ich anstrebe. Und zwar halt, ja, was hat es mit dem Leak zu dem Mega Update auf sich? Und ja, das ist halt eben etwas, wozu ich momentan noch nicht viel sagen kann. Also das ist erstmal so direkt kein Update vom Spiel an sich, sondern es ist halt ein Projekt von mir, beziehungsweise in der Entwicklung mit mehreren Leuten, unter anderem auch der Piccolo, der ist da mit dabei. Der hatte mich quasi so ein bisschen drauf, ja, der hat mir nochmal so den letzten Anstoß gegeben, um das nochmal zu realisieren. Dann werde ich mich jetzt noch mit ein paar Leuten zusammensetzen, werde ein bisschen was fragen, wie das so, ja, wie was so möglich ist. Aber genauere Sachen kann ich jetzt dazu noch nicht sagen. Ich kann so viel auf jeden Fall nur euch versprechen. Es wird. Oder es gab sowas in der Art und Weise in Shakes and Fidget noch nicht. Und ich denke mal, das wird so ein bisschen auch das ganze Shakes and Fidget Game, beziehungsweise das YouTube Game in Kombination mit Shakes and Fidget, also Shakes and Fidget Content, wird das Ganze revolutionieren. So, jetzt nicht Shakes and Fidget an sich und auch nicht das Game an sich so, sondern einfach der Shakes and Fidget Content wird mit dem Projekt revolutioniert werden. Und ich denke mal, ihr werdet das sehr feiern und ich bin auch schon gespannt. Ich würde es am liebsten jetzt schon ankündigen, am liebsten gestern schon würde ich es ankündigen so. Aber da warte ich dann erst ab, bis wirklich alles wirklich vorbereitet, erstellt ist und alles, ja, soweit in Sack und Tüten ist, sag ich mal, um das ganze Ding dann denn halt mit euch zu kommunizieren. Und ja, aber ich denke mal, das wird eine ziemlich, ziemlich coole Angelegenheit werden. Ich denke mal, das werdet ihr feiern. Ist ja eine Sache, die man so grob umschnitten schon mal gehört hatte, was man schon mal vorhatte, sich dann ein bisschen im Sande verlaufen hatte und dann der Piccolo jetzt nochmal bei mir so ein bisschen den letzten Anreiz nochmal dazu gegeben hatte, das Ganze zu thematisieren. Und ja, das wird jetzt ein bisschen wahrscheinlich dann dieses Jahr, definitiv safe dieses Jahr noch kommen. Und mal gucken, wann es losgeht. Und es wird safe für ein bisschen frischen Wind im Shakes and Fidget Content-Bereich liefern. Und ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also wirklich sehr freue ich mich darauf. Ich hoffe mal, das ist alles so umsetzbar und alles so, wie ich mir das vorstelle. Und ja, aber ich denke mal, das sollte einigermaßen so klappen. Seid gespannt, auf jeden Fall. Ne? Bleibt dran, wenn ihr nichts verpassen wollt. Das war es aber erstmal soweit mit der Fragerunde. Wie gesagt, falls ihr Lust habt, in Zukunft auch nochmal ein paar Fragen zu stellen, ich werde bestimmt hier und da nochmal eine kleine Fragerunde auf Instagram machen. Guckt gerne in die Videobeschreibung rein, folgt mir da auf Insta und dann, ja.
Wenn ihr da die Stories immer fleißig anschaut, dann werdet ihr auch so eine Fragerunde nicht verpassen und da könnt ihr dann in Zukunft auch sowas fragen, falls euch irgendwas auf der Seele brennt. Ne? Guti, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten hoffe ich, konnte die Fragen soweit gut beantworten. Das war es soweit von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal.